Shalom, meine lieben Friends. Da ich denke, dass der Algorithmus mich etwas benachteiligt, seitdem wir angefangen haben, etwas gegen gewisse Parteien zu fronten, verkaufen wir heute unsere Seele an freiheitshassende Öko-Fritz mit gelben Zähnen, hodenschweißartigem Mundgeruch und Klamotten, die sie von ihrem Großvater geklaut haben. Wir beschäftigen uns also mit einem Thema, das solchen IQ-Bestien wichtig ist, weil sie damit denken, dass sie die Welt retten, indem sie die braven Bürger fisten und nicht die Unternehmen, die für die eigentlichen Umweltsünden verantwortlich sind. Demzufolge beginnen wir mit einem Kfz, was sich solche Studenten Klugscheißer Hippies leisten könnten, wenn sie denn arbeiten gehen und nicht seit dem Urknall Philosophie studieren würden. Der Toyota Prius der zweiten Generation. Die erste Generation wurde nur in Japan verkauft, bis die Kunden sagten: Okay. Toyota war zwar nicht der erste Hersteller, der den Hybrid erfunden hat, aber der erste, der den ersten großen wirtschaftlichen Erfolg damit erzielen konnte. Das Marketingkonzept war eigentlich recht einfach. Bau ein Auto, was einfach nicht kaputt geht. Rede den Leuten ein, sie retten damit die Welt und lasse ihre eigenen Gase inhalieren. Schenke es ein paar Promis und bumm, der Prius war cool und everybody's darling wie Fritzel. Optisch ist der Prius zwar so stylisch wie beige Camouflage-Crocs in der Disco, aber technisch ist der Wagen unkaputtbar. In der Stadt verbraucht man damit 4 bis 5 Liter. Der CO2-Ausstoß liegt bei 104 Gramm pro Kilometer und es geht generell nicht wirklich was kaputt. In der Regel muss nicht mehr als der Service eingehalten und Verschleißteile getauscht werden. Blöd an Hybridautos ist nur, dass irgendwann die Batterien getauscht werden müssen. Beim Prius kann die Batterie 500 bis 2000 Euro kosten, je nachdem wo man das machen lässt. Bei Toyota da werdet ihr um die 2000 Euro zahlen müssen. Im Prius Forum werden meine polnischen Gefolgsleute in den Himmel gelobt, da die das für etwas über 1000 Euro machen, vor eurer eigenen Tür und mit Garantie. Gelobt seien die billigen Arbeitskräfte, die für wenig Geld und etwas Alkohol arbeiten gehen. Sparfüchse und Pleitegeier müssen sich mit einer gebrauchten Batterie für 500 Euro zufrieden geben. Bei Toyota ist es so, dass sie nur etwas rausbringen, wenn sie davon überzeugt sind, dass es hält. Daher sagt auch Toyota, dass die Batterien 15 Jahre halten und gab darauf nochmal 8 Jahre lang Garantie. Wäre der Prius das erste, was Blinde sehen würden, würden sie doch lieber blind bleiben wollen. Es ist also das perfekte Hipsterfahrzeug für lebenslange Studenten aus Berlin, die Schlaghosen und Renaissancehemden tragen und zu Debatten über ihr binäres Geschlecht Weißwein aus dem Tetrapack saufen. Kaufbare Modelle gibt es ab etwa 4000 Euro. Die Kilometeranzahl spielt hier tatsächlich eine untergeordnete Rolle, da der Motor nicht zwangsweise so viel gelaufen haben muss, da er nicht immer an ist beim Fahren. Abgesehen davon wird der Prius als Taxi und Uber missbraucht und da kommen so einiges an Kilometer völlig problemlos zusammen. Weil einige in den Kommentaren gerne darauf aufmerksam machen müssten, dass gebrauchte Autos mehr Kilometer auf dem Tacho zu stehen haben als Neuwagen, machen wir für diese wandelnden Wachkoma-Patienten weiter mit dem Honda Jazz Hybrid. Für 18.000 Euro kriegt man einen neuwertigen Hybrid von seinen Eltern gesponsert, der aussieht, als hätte er Durchfall. Honda kriegt für den Versuch, ein stylisches Vehikel zu zaubern, eine Feminus ohne Sternchen. Wer den schön findet, fällt auch auf Frauen herein, die sich als Detlef vorstellen. Der Honda Jazz ist in der vierten Generation und für uns Europenner nur in der Hybrid-Variante erhältlich. In China gibt es den Jazz nur als rein Saugmotor, was ironisch ist, weil aus China die meisten Schadstoffe in die Umwelt gepumpt werden. Der angegebene Verbrauch ist mit unter 4 Litern angegeben und er stößt nur 82 Gramm CO2 aus. Ein Bruchteil von dem, was politische Vorbilder mit ihrem Dienstwagen mit V8 benötigen und CO2-Reduktion auf deren Internetseite predigen. Warum sollte man sich jetzt also so ein Fahrzeug geben? Wir in Deutschland retten natürlich mal wieder die Welt, indem der private Bürger genötigt wird, mit so einem Auto rumfahren zu müssen. Es sei denn, man hat einen Oldtimer mit Hakenzeichen und Euro 1. Das ist dann was anderes, wenn man keinen Cut hat. Deutsche Regierungen sind vielleicht bereits daran gewöhnt, die ganze Welt auf den Kopf stellen zu müssen durch ihre Maßnahmen, die garantiert nicht von Komplexen entstanden sind. Sollte jetzt der Wunsch nach was Deutschem da sein, dann kann man den VW Polo der 6. Generation genauer unter die Lupe nehmen. Der hat zwar keine fancy Japaner-Technik mit Laptop-Batterien und Tentakeln, aber dafür ein Dreizylinder mit Turbo und Direkteinspritzung. Der ist in sicheren 10,8 Sekunden auf Tempo 100 und stößt nicht mehr als 112 Gramm CO2 in die Umwelt. Ihr könnt also gehobenen Hauptes behaupten, dass ihr weniger CO2 ausstößt als die Kuh, die euer pflanzenliebhabender Hippie-Nachbar als Frau betitelt. Der Polo ist nicht umsonst der Favorit bei den Kleinwagen in Deutschland. Egal wie fett und deformiert ein Mensch ist, er passt da rein. Gerüchten zufolge lenkt jeder Vierte mit seinen Eutern oder dem Bauch. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich behaupte das jetzt einfach mal, bis mir jemand das Gegenteil bewiesen hat und ich aufhöre, solche Menschen hinterm Steuer zu sehen. Das widert mich nämlich an. Auf besorgten Bürger kann man damit bereits ab etwas über 11.000 Euro machen. Mit Glück ist sogar LED-Tagfahrlicht dabei und ihr könnt euch freuen, wenn ihr stylische Tribal-Tattoos auf das Auto klebt. Ein Platz im Dschungelcamp ist euch damit dann gesichert. Doch nicht nur Menschen sind Ökos egal. Nein, sogar ihr Aussehen ist ihnen egal. Daher kommen wir zu einem Fahrzeug, das günstiger ist und neben dem Prius zu den umweltfreundlichsten Fahrzeugen gehörte. Der Honda Civic Hybrid.
Den gab es von 2006 bis 2010, wo er dann vom Honda Inside abgelöst wurde. Die Laras kriegten zwar damit nicht angelockt, aber dafür irgendwelche Karens. Eine Loch-ist-Loch-Mentalität ist hier also zwingend erforderlich. Den Karen-Magneten gibt es bereits ab etwa 3000 Euro. Das Doppelte zu investieren für weniger Kopfschmerzen ist hier in den meisten Fällen sogar ratsamer. Im Prinzip gilt hier das gleiche wie beim Prius auch. Die Hybridbatterie muss funktionieren, denn ansonsten wird es teuer wie eine gescheiterte Ehe. Früher oder später muss das gemacht werden und wenn man sich alle Verschleißteile mal runterrechnet, ist das im Schnitt trotzdem noch sehr günstig im Unterhalt. Weil mir die Augen bluten, machen wir aber mal weiter mit etwas Humanem. Hybridautos müssen nicht zwangsweise hässlich sein, wie der Lexus CT200H beweist. Das CT heißt hier vielleicht Conilingus Testiculus, was auf Latein einen Hermaphroditen beschreiben würde. Dieser Einsteiger-Lexus ist ebenfalls ein Hybrid und hat die gleiche Technologie wie der Prius auch. Werden eure Nippel beim Wort Prius etwas stärker durchblutet, so dürft ihr für ein brauchbares Modell vom Lexus auch um die 11.000 Euro zahlen. Am Ende sitzt ihr immer noch in einem Lexus und Lexus ist eben eine Premium-Marke. Weil der CT weniger wiegt als ein Prius, stößt er auch weniger CO2 aus und zwar nur 87 Gramm und das mit Euro 5. Ein Smart 0,8 CDI unterbietet das mit 86 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer und der wiegt so viel wie das linke Ei von den Leuten, die als Zeichen der Solidarität Schlitz zeigen. Weil sie abonniert haben, die Glocke aktiviert haben, den ganzen einen Daumen nach oben geben und ihre Geheimfantasie in den Kommentaren oder Instagram kundtun. Der CT200H gehört zu einem der umweltfreundlichsten Autos, die ich laut einer mir unbekannten Liste im Internet gefunden habe. Das sollte daher als Referenzwert reichen. Weil SUVs ja umweltschädlich sind und nicht etwa Limousinen, in denen Politiker herumchauffiert werden auf des Steuerzahlers Nacken, gibt es den Lexus RX450H. Richtig, nochmal Lexus. Und warum? Weil Toyota die Nummer 1 in Sachen Hybridtechnologie ist. Die deutschen Autohersteller haben sich mehr auf Diesel und Flunkereien konzentriert in den letzten Jahren. Wo das geendet hat, wissen wir alle. Obwohl es ein über 2,2 Tonnen schwerer Superfettsack ist, liegt sein CO2-Ausstoß bei 148 Gramm pro Kilometer. Eine fast genauso schwere Mercedes S-Klasse als 400er Hybrid aus demselben Jahr stößt 189 Gramm aus. Günstiger und besser ist sie auch nicht gerade. Der Lexus ist da schon ein gutes Stück günstiger. Obwohl er in brauchbarem Zustand so viel kostet wie mein CL, rettet man damit bestimmt die Welt. Keiner hat gesagt, dass die Welt retten günstig ist. Was hilft also gegen Umweltverschmutzung? Mehr Steuern. Demzufolge wäre es aber auch schlau beim Einkauf zu sparen. Selber Motor, selbes System, selbe Qualität gibt es im Lexus GS450H. Den gibt es bereits für unter 10.000 Euro. Das Gute hier ist, dass hier ein 3,5 Liter V6 Sauger verbaut ist. Der Motor macht in aller Regel sehr wenig Probleme und hält eine Menge aus. Es ist derselbe Motor verbaut wie der MGS350, der nur für den amerikanischen und asiatischen Markt gebaut wurde und ich den rein zufällig vorher gefahren bin. Demzufolge spielen Kilometer eine untergeordnete Rolle wie Schalke in der Bundesliga. Verbrauchen tut der Wagen 7 bis 8 Liter im Schnitt und ist mit seinen 186 Gramm CO2-Ausstoß jetzt nicht der umweltfreundlichste, aber wen interessieren schon Zahlen und Fakten? Dieser Motor hat eine Steuerkette und keinen Zahnring wie die europäische Version GS 300 und 430. Lexus-Fahrer gehen in der Regel behutsamer mit ihrem Fahrzeug um und pflegen es auch. Daher gibt es auch meist nur Verschleißteile, die ihr irgendwann tauschen müsst. Bei mir hat ein hinterer Dämpfer nach 13 Jahren und 200.000 Kilometern aufgehört richtig zu funktionieren. Zwei hintere Dämpfer kosteten mich 140 Euro. Für das Geld gibt es den Eintritt ins Artemis und ein High Five auf euren Lörris mit Gummi. Ebenfalls geiler Lexus bzw. Toyotas ist, dass sie in der Regel nicht unerwartet in der Werkstatt landen. Wer etwas anderes behauptet, macht den Mund auf, wenn er lügt. Demzufolge ist deine Meinung falsch und gilt es zu unterdrücken wie den Drang zur Masturbation im Flugzeug. Sollte der innere Ökon euch geweckt worden sein, dann gebt den Ganzen einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, kommentiert das Ganze und folgt uns auf Instagram. Das hilft nicht nur dem Ego, sondern auch dem Algorithmus, um in Zukunft mehr Unfug auf Basis der Automobilindustrie zu publizieren.